Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Halbfinale beim Rewe Final Four 2024. Wir begrüßen vom SC Magdeburg Bennett Wiegert und Marc-Hendrik Schmidt, von den Füchsen Berlin Jaron Sievert und Stefan Kretschmer und gratulieren dem SC Magdeburg, wie wir gerade gehört haben, zum 8. Mal in einem Finale um den DHB-Pokal beim Rewe Final Four. Und Benno, wie hast du das Halbfinale gesehen? Okay, Entschuldigung, wir beginnen. Ja. Erstmal möchte ich auch Jaron, Kretsche und den Füchsen Berlin gratulieren zu einem überragenden Handballspiel, meiner Meinung nach. Wir haben einfach einen sehr, sehr guten Start erwischt. Das war auch genau das, was wir wollten. Wir wollten direkt zeigen, wie präsent wir sind, wie wir reinkommen, um dass uns die ein oder andere Sache auch einfach einfacher von der Hand geht. Dass er nur so überragend wird mit 6-0, früher Auszeit Jaron. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Aber das macht natürlich was mit uns. Es gibt uns Selbstbewusstsein. Es gibt uns noch mehr mentale Stärke, die wir einfach benötigen. Und vor allen Dingen macht es auch was mit dem Gegner, sorgt für Verunsicherheit. Aber das habe ich dann doch nicht gemerkt. Sie haben sich immer wieder rangekämpft und waren dann auch zwischenzeitlich immer mal dran, irgendwie dem Ausgleichen nahe zu kommen. Aber wir haben das nicht zugelassen, haben dann immer wieder geschafft, so 2, 3, ich glaube 4 war so die magische Grenze, die wir zwischen uns gehalten haben, schon als Halbzeitergebnis. Und das war, glaube ich, auch schon zur Halbzeit sehr wichtig, so gut anzufangen mit einem 6-0-Start und dann auch nach einem zwischenzeitlicher besseren Phase von den Füchsen Berlin trotzdem mit 14-10 in die Halbzeit zu gehen. Was ein überragendes Ergebnis für uns war. Ich fand aber auch tatsächlich, ohne anmaßend zu sein, vielleicht das Ergebnis schon für die Torhüterleistung, die wir hatten, mit 10-2 Paraden, passt nicht gut genug für uns. Aber dann, wenn ich jetzt zum Schluss die Statistik sehe und sehe, dass wir 16 Paraden haben, die Füchse untypischerweise nur 6 Paraden, dann ist das Ergebnis schnell erklärt. Und wir freuen uns ungemein, morgen hier vor der fantastischen Kulisse ein Finale bestreiten zu dürfen. Dankeschön. Dankeschön, Benno. Marc-Hendrik Schmidt, zum 8. Mal, wie gesagt, im Final Four. Es war keine einfache Woche, umso glücklicher sitzt er jetzt hier oben. Ja, glücklicher und natürlich auch mental ein bisschen erschöpft. Das war natürlich keine einfache Woche, aber ich glaube, die Mannschaft hat von der ersten Minute an gezeigt, dass sie voll da ist. Benno hat alles zum Sportlichen ausgeführt. Nach wie vor ein überragendes Event hier in Köln, ausverkaufte Halle, optimale Organisation. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen, dass wir das Finale erreicht haben und hoffen natürlich morgen nochmal auf so einen guten Auftritt unseres Teams. Dankeschön. Jaron, wie ordnest du dieses Spiel ein? Schönen guten Abend von meiner Seite. Glückwunsch an SEM und Bennett zum verdienten Sieg. Es wurde eigentlich schon fast alles gesagt. Wir kommen gar nicht so schlecht ins Spiel rein. Natürlich das Ergebnis 6-0. Nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, aber wir hatten komplett freie Chancen, die wir liegen lassen. Spielerisch war es eigentlich bis dahin auch schon in Ordnung. Dann finden wir gut ins Spiel, haben die Chance auf einen Ausgleich mit dem Gegenstoß von Matthias, wo das Spiel hätte vielleicht kippen können. Torhüter-Duell wurde gerade eben schon angesprochen. Wenn man das so klar und eklatant verliert, wird es schwer, gegen SCM Punkte oder einen Sieg zu holen. Und dennoch, zweite Halbzeit, kommen wir wieder auf ein Tor ran. Haben wieder irgendwie so das Momentum ein bisschen nicht ganz gekippt, aber haben es irgendwo auf der Hand, es kippen lassen zu können. Und dann, wie Bennett schon gesagt hat, das Polster war relativ komfortabel. Dann immer so bei 2, 3 Toren haben wir nicht geschafft, nochmal ein Unentschieden oder bei -1 nochmal irgendwie nachzusetzen. Und hinten raus, Glückwunsch an SCM, super gespielt, 1-1 Aktion gesetzt. Überragenden Torhüter gehabt, stabile Abwehr. Kommt auch nicht so häufig vor, dass wir nur 25 Tore machen. Von daher verdienter Sieg für den SCM. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkriegen, wieder den dritten Platz versuchen zu holen. Und dann geht es immer noch weiter für 2 weitere Titel in unserer Saison. Dankeschön, Jaron. Kretsche, dein Kommentar zum Spiel? Ja, natürlich erstmal Glückwunsch an den Club, an den SC Magdeburg zu einem völlig verdienten Sieg. Punkt. Also, ich glaube, die Magdeburger haben heute eindrucksvoll gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Wieder mal, leider für uns. Wenn du Magdeburg schlagen willst, dann musst du sie ins Nachdenken bringen. Das ist uns von der ersten Sekunde an überhaupt nicht gelungen. Also, der Start war schon verheerend für uns mit vielen Chancen, die wir haben liegen lassen.
Ich glaube nicht, dass Magdeburg in einer Grundsituation motivierter war als wir, dass sie heißer waren als wir, aber die Anfangsphase hat schon gezeigt, wohin die Reise dann geht. Dann hat die Mannschaft sicherlich nochmal Moral und kämpft sich ran, aber das Selbstvertrauen, was der Club gerade hat und wie sie dann auch auftreten in schwierigen Situationen, wie sie zusammenstehen, wie sie solche Situationen auch lösen, die Herausforderungen, das ist schon beeindruckend. Und wenn du dann ganz viele Duelle gewinnst, unter anderem auch das Torwartduell, nicht nur, aber unter anderem, dann hat man, glaube ich, gegen diese Mannschaft zurzeit wenig Chancen. Einfach auch mit dem Rückenwind ihrer Titel wissen sie, wie sie solche Spiele dann gewinnen, dann ist es schwer. Und nochmal, wenn du gegen diese Mannschaft eine Chance haben willst, dann musst du sie ins Nachdenken bringen. Und das ist uns heute nicht gelungen, leider. Aber nochmal Glückwunsch. Viel Glück fürs Finale morgen. Leider völlig verdienter Halbfinalsieg. Dankeschön, Gretsche. Eure Fragen an die vier Herren hier oben. Kurzes Handzeichen bitte, da haben wir ein Mikrofon, dann können es alle verstehen. Ja, einmal hier vorne. Ja, eine Frage an Bennett. Man hat bei den Jungs irgendwie am Anfang das Gefühl gehabt, dass sie so eine Art Trotzreaktion aufgrund dieser vielleicht auch brisanten Tage zeigen wollten. Hast du im Vorfeld gemerkt, dass die Jungs vielleicht noch mehr waren als ohnehin schon vor so einem Final Four? Tatsächlich nicht. Ich habe es auch nicht als Trotzreaktion für irgendwas empfunden. Wir haben hier ein nationales Halbfinale von vielleicht der besten Handballhalle der Welt gespielt. Da kann ich erwarten, dass wir komplett da sind, dass wir das spüren. Und ich habe es nicht als Trotzreaktion empfunden, sondern so wie jeder Sportler, auch die Füchse Berlin, sicherlich dieses Spiel angegangen sind, sind das die Spiele, für die wir die ganze Saison arbeiten. Und dann ist man auch dementsprechend da. Ob man das dann immer so umsetzen kann und ob dann alles genau auf Punkt funktioniert, das ist ja auch Sport. Wir versuchen das maximal zu planen, genauso wie die Füchse Berlin. Und dann muss man trotzdem irgendwie reagieren. Und das glaube ich schon, da hat Jaron und Kretsche auch recht. Wir mussten heute weniger vielleicht reagieren auf bestimmte Sachen, als die Füchse immer wieder Antworten, Lösungen finden mussten. Und wir konnten unseren Stiefel durchziehen und waren, wie Kretsche sagt, nicht so viel am Nachdenken und haben das auch vor dem Spiel nicht gemacht, irgendwas. Es ist jetzt einfach so zu sagen, wenn man hier sitzt und das Halbfinale gewonnen hat, aber ich hoffe, dass ich mit der Aussage Lukas komplett richtig liege. Aber vielleicht sollte man das auch nochmal die Jungs fragen. Dankeschön, Benno. Weitere Fragen, bitte. Genau, eine Frage denn noch. Sergei Hernandez, aufgrund der Sperre, vorläufigen Sperre für Nico, war ja die Hauptverantwortung auf ihn gelastet. Was kannst du noch zu ihm sagen heute? Wie hat er für dich gespielt? Ja, was soll ich dazu sagen? Also fantastisch, ne? 16 Paraden. Ich glaube, das ist für die Qualität, die wir haben, mit 16 Paraden schwierig für jede Mannschaft wird, uns zu schlagen. Das hätte aber genauso auf der anderen Seite sein können. Wenn Milosavljev in seine Normalform findet, dann wird das genauso schwierig für uns. Aber zu der Leistung muss ich heute nichts sagen, das muss ich nur loben. Muss trotzdem noch mal sagen, ohne das runterzubrechen und vielleicht etwas zu salopp zu sehen, dass Sergei das kann, also das ist für mich jetzt keine Überraschung. Das habe ich schon so oft die Saison gesehen. Schön, dass er es heute direkt zeigen konnte. Fantastisch, freuen wir uns alle. Jetzt benötigen wir morgen das Gleiche oder Ähnliches nochmal. Dankeschön. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann sehen wir uns morgen wieder. Die Füchse im Spiel um Platz 3, der SC Magdeburg im Finale. Und dann geht es um 19 Uhr weiter mit Flensburg gegen Melsungen. Vielen Dank, schönen Abend noch. Wollte ich noch was sagen? Nein.